Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum DATEV Challenge Road 2021. Einen wunderschönen guten Morgen aus der Triathlon-Hauptstadt Rot. Es ist eigentlich alles bekannt. Erst 3,8 Kilometer schwimmen, heute 170 Kilometer Radfahren und zu guter Letzt einen Marathon laufen. Aber es ist wie immer eine Reise ins Ungewisse. Was überwiegt? Ist es die Vorfreude? Ist es die Nervosität, die Anspannung? Eigentlich ist es so, dieses endlich mal losgelassen zu werden. Jetzt haben wir ja doch lang genug gewartet. Schreibst du eigentlich gleich mit auf dann? Hä? Die Werte? Wo ist das egal? Boom. Das, mach du deinen Job heute mal richtig gut und ich mach meinen Job. Es war für mich klar, dass es war einfach klar, dass kann es rot ist. Rumlaufen oder so? Genau. Rot ist der tollste Triathlon, den es hier in Deutschland und Europa gibt. Hauptteil sind drei Runden Race Pace sozusagen. Mit drei schnellen Wechseln. Also ich sehe nichts anderes als den Sieg gerade. Es wird sehr, sehr schwer. Der Weg dahin wird super schwer. Es wird sehr, sehr hart. Es wird wahrscheinlich auch sehr viel Enttäuschung geben auf dem Weg dahin. Es wird auch gute Momente geben und man denkt, man ist der König. Ja, vorher werde ich noch zwei Mitteldistanzen machen. Weichsee und Rapperswil. Was habe ich in Rot vor? Unter 50 Minuten schwimmen, 4 Stunden 5 Radfahren, ein 2 Stunden 40 Marathon. Und ein Zieleinlauf, wo ich die letzten 100 Meter, 200 Meter einfach nur spazieren kann und mich über das letzte halbe Jahr freuen kann, dass es so gut gelaufen ist. Und dann emotional werden, das stelle ich mir vor, ja. Meine ersten großen Erfolge hatte ich auf der Bahn, also als Bahnradsportler. Natürlich hatte ich auf der Straße auch sehr viel Erfolg. In der U15, U17 habe ich roundabout, glaube ich, 40 Rennen gewonnen. Dann war ich dann auf einmal deutscher Meister und dann war ich auf einmal bei Rabobank. Dann war ich dann Radprofi im World Tour Team. Also es war eine sehr tolle Zeit, auch zu wissen, dass man wirklich zu der Elite zählt. Als er dann ja tragischerweise halt den Radsport verlassen musste, war es vielleicht auch so ein bisschen, manchmal ist es auch so, ich glaube sogar immer, Scheitern ist eigentlich immer auch schon im Kopf von demjenigen vorprogrammiert, unterbewusst, dass er es eigentlich doch nicht wirklich mehr verlangt. Ja, es waren Wendepunkte in vieler Hinsicht. Die Tour de France in der Heimatstadt, man kann sich nichts Schöneres als Radsportler vorstellen. Das ist halt wie Champions League-Finale oder Weltmeisterschaftsfinale. Ne? Und es war auch dann so die Gerüchte herum, dann wirst du der erste Fahrer von der Rampe sein, als Düsseldorfer die Tour de France zu eröffnen. Das ist ein Sieg, ohne dass es ein Sieg ist. Vorher kam halt nur der Sturz in den 2016, ein Jahr vorher. Und das war einfach dann hart, sich das einzugestehen, dass es nicht passiert. Also ich mal, bis zum Stand 2017 gab es keinen Plan B. Da war Radsport das Einzige. Und dann, wenn das natürlich wegfällt, dann
fällt was Großes weg. So, das ist halt so ein luftleerer Raum. Man, was soll man jetzt machen? Und dann kam halt Triathlon und hat mich da wirklich aus einer Art, ich würde es mal Depression sagen, schon mich rausgeholt. Radfahrer mitnehmen. Sehr ungünstig, ey. Es ist nicht selbstverständlich, jetzt Triathlon-Profi zu sein. Anscheinend kann ich gut schwimmen. Das hilft natürlich erstmal im Triathlon. Gerade nach einer Radsport-Profikarriere sollte man Radfahren können. Beim Laufen, da hakt es noch ein bisschen. Ruben Zipunke ist Gefühlsmensch, ein extremer, sensibel. Das Umfeld ist ihm extrem wichtig. Ich glaube, Ruben hat für sich halt jetzt nach noch schon einer kleinen Odyssee in seinem Sportlerleben schlussendlich gelernt, dass er eigentlich nicht unbedingt nur einen Trainer braucht, der ihm die Pläne schreibt, sondern eigentlich braucht er ein Coaching-Team. Und Ruben hat ja die ganze Zeit dann schon so letztes Jahr angedeutet, dass er eventuell so bei uns sich ganz wohl fühlen konnte. Und dann habe ich echt gedacht, ey Alex, komm, wir setzen uns jetzt mal an den Tisch, reden Tacheles und starten die Reise zu dritt. Und das war halt vor 12 Wochen. Wir machen es halt, weil es halt eigentlich eine freundschaftliche Beziehung ist. Und wir machen halt dieses Trainingslager in Frankreich, weil es Spaß macht. Ja, weil es einfach geil ist. Mein Gott, ey. Ist geil? Achterbahn. Also ich bin ein Sportler, den denke ich eine gute Überwachung braucht. Meine Trainer, das Du, sage ich jetzt mal, die achten da am meisten drauf. Also ich kriege direkt einen auf die Finger, wenn Michi, mein, sag ich mal, der Taktiker im Team, der merkt, da stimmt irgendwas nicht. Und dann sagt er, ey Ruben, bitte arbeite erstmal daran und dann gucken wir mit dem Training. Weil ich muss halt dieses Setup finden, das habe ich im letzten Winter verloren gehabt. Er ist halt einfach einer von denen, die man, mit dem man den sagt, du musst heute gewinnen, dann macht er das einfach. Und so habe ich ihn auch kennengelernt beim Schwimmtraining. Der hatte schon 3 Kilometer geschwommen mit seiner Anfängertechnik und dann ist er mit uns nochmal 2,5 Kilometer geballert. Und er hatte nur blaue Lippen. Der konnte überhaupt nicht Schmetterling schwimmen, aber hat es trotzdem gemacht. Ist irgendwie durchs Wasser gewühlt. Der muss die ganze Zeit Anschlagpuls gehabt haben, das war ihm scheißegal. Und so ist er halt auch ein guter Schwimmer geworden, weil jeder weiß, Schwimmen kommt von der Härte. Der Ruben ist halt jemand, der sich eigentlich nur auf eine Sache konzentrieren kann und ansonsten halt absolut locker lassen muss. Er ist gerade nicht mental so dabei, so er hat nicht den Spaß am Sport. Man muss dann halt vielleicht in dem Moment auch ihm so ein bisschen entgegenkommen und sagen, hey, wir machen das zusammen. Lass uns attackieren, lass uns Spaß haben. Bin auf dem richtigen Weg. Ob ich in Rot dann ready bin, weiß ich noch nicht. Ich weiß, dass ich eigentlich stark bin, aber ich habe ganz schön, ich bin noch so ein Scheu ein bisschen, wie so ein Reh. Also ich weiß noch nicht, ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Was ist jetzt Status Quo? Ich meine, ist das hier so das Comeback, was wir dir angedichtet haben? Oder wie würdest du das Rennen hier bei Challenge Kaiserwinkel, weil ich sie selber definieren? Also ich würde es auch mittlerweile auch ein Comeback nennen. Ja, die letzten 3 Monate habe ich wieder an vielen Schrauben drehen können. Habe auch nochmal einen Perspektivwechsel gehabt. Habe jetzt ein neues Trainerteam um mich herum. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Athleten und Athleten, einen wunderschönen guten Morgen und natürlich einen erfolgreichen Triathlon-Tag, auch im Zuge der 11. Challenge Kaiserwinkel-Walchsee und natürlich auch im Zuge der Europameisterschaften über die Triathlon-Mitteldistanz 2021. Auf einer Seite genieße ich das, so, weil ich kann mein Training machen und jeder muss im Umfeld sich da irgendwie dran anpassen. Aber auf der anderen Seite fühlt man sich scheiße, wirklich. Also ich habe dann Druck,
dass ich den Leuten nicht gerecht werde auf der privaten Seite. Und dann kommt aber nochmal die sportliche oder der Wettkampf. Und dann schwebt noch eine andere Wolke im Kopf und sagt, ja, dann gibt es noch die Sponsoren. Sind die happy damit, dass ich 17. werde in Dubai? Nein, definitiv nicht. Das sind alles so Gedanken, die ich dann habe, die ich mit ins Bett nehme, mit denen ich schlafe, mit denen ich manchmal auch nicht schlafen kann. Ich bin halt leider ein Mensch, der sehr viel nachdenkt und ich glaube, es hat jeder Triathlet so ein Umfeld hat, ob es die Familie sind, ob es die Kinder sind, ob es Sponsoren sind, ob es die Oma ist oder die besten Freunde, die einem das Gefühl geben, du bist der geilste Typ oder die geilste Frau. Man möchte ja den Leuten gerecht werden und das ist auf jeden Fall auch ein Grund, warum ich den Sport mache, weil die so für mich auch so viel geben. Und dann möchte ich natürlich auch, dass der Sport läuft oder der Erfolg kommt. Potenzial hat Ruben definitiv. Wir sind überzeugt davon, dass er noch lange nicht am Ende der Fahnenstange ist. Er hat eine super Grundausbildung die letzten Jahre genossen. Jetzt ist es halt Zeit, unser ganzes Wissen, was wir die letzten Jahre aufgebaut haben, zu kanalisieren, fokussieren und mit Spaß in Richtung Wettkampf zu gehen. Und das ist der Startschuss. Los geht's hier von dieser traumhaften Kulisse am Walchsee. Der Rookie of the Year 2018, Ruben Sepunkin, ist vorne mit dabei. Es hat sich eine kleine Spitzengruppe vom Feld abgesetzt. Es ist aus dem Wasser. Es ist die Startnummer 50, wenn ich es richtig gesehen habe. Der Pierre Der Kaiser steigt gemeinsam mit den Favoriten Funk und dem Italiener Molinari als Erster aufs Rad. Ruben Sepunkin mit knapp 2 Minuten Rückstand ist nach dem Schwimmen elf. Sepunkin ist bereits an dritter Stelle. Der ehemalige Radprofi hat sich weit vorgearbeitet von Platz 11. Sauber, Ruben! Sauber! Komm, 1,30 auf die Spitze! Hey, auf, 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 auf! Das ist komplett wahnsinnig gefühlt. Sepunkin macht weiter Bodengut auf den Führenden. Frederik Funk hat knapp eine Minute Vorsprung. Jawohl, Ruben! Auf 50! 50! Hopp, 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 hopp! Sepunkin schließt jetzt zum zweitplatzierten Molinari auf. Meine Jetzt liegt er in Schlagdistanz. Er hat den führenden Frederik Funk im Blick und liegt knapp 10 Sekunden dahinter. Knapp 5 Minuten Vorsprung haben sie bereits auf den drittplatzierten. Funk zeigt gleich, warum er hier als der Favorit ist. Aber Sepunkin bleibt ihm nicht auf den Fersen. Jetzt muss der Funk abreißen lassen. Funk setzt sich ab. Nicht gut, würde ich sagen. Ja, fertig. Frederik Funk wird vor Steger souverän Europameister. Bart Arnaut überholt Sepunkin auf den letzten Metern und sichert sich hier die Bronzemedaille. Den Laufstart der Belgier haben wir 50 Meter vor dem Ziel hat der Belgier den lange Zeit Drittplatzierten um die Bronzemedaille gebracht.
du bist sau stark gekämpft, ey. Der Anders muss ich auch. Alles gut, ey. Hammer. Hammer gut, ey. Zahnrad gefahren. Aber sah sehr vorbildlich aus. Aber es war toll, du hast toll gekämpft. Du hast Spaß gehabt im Wettkampf. Naja, laufen. Lass uns jetzt trainieren. Wir wissen genau, wie geht's noch wegkommen. Wir wissen genau, ey, Rad hast du so eine Performance. Ich habe diese Stärke nicht. Ich fall dann so ein, weißt du? So, oh. So die ersten 2 Kilometer hatte ich diese Stärke gehabt. Das ist das, was wir gesagt haben, weißt du, lieber haushalten am Anfang. Habe ich ja, und dann habe ich halt diesen Krampf bekommen. Ich habe es ja, du hast es doch gesehen, die Leute laufen komplett außer Atem, kalkweiße Steger. Von Anfang wackelnder Schritt, tot aus im Gesicht. Tot. Ja, und ich war halt antriebslos. Ich war die ganze Zeit grau im Gesicht, kalten Schweiß. Zwar, der war null entspannt, aber ich habe gedacht, das Holzopfer, den kriegst du ja vielleicht gleich um, dann machst du nur so. Und du bist halt gejoggt und willst mich noch an, wo ist Platz 4? Du hast noch Atem zum Reden, um sich umzudrehen. Ja, ich, das meine ich, ich kann, ich komme da nicht rein. Welten dazwischen. Das ist, denke ich, dann die Ausschöpfung. Ich habe meine Ausschöpfung geschafft. Ja, da arbeiten wir dran. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir haben die Longruns. Aber es ist halt tatsächlich so. Alter, 2 Sekunden Vierter oder 3. Ja. Nee, das war auf der Ziellinie. Ja, das war im blauen Teppich. Ja, ja. Ich hätte dich versucht, da hinten, ich bin hinterher gerannt, hast du es gehört? Ja, ich muss auch schreiten, der so, ich bin noch im Ziel, habe ich gedacht. Also um zusammenfassend zu sein, Weichsee war halt für mich ein krasser Erfolg mit Alex zusammen, weil wir einfach gesehen haben, Ruben hat wieder Bock. Hat Bock auf Sport, hat Bock auf Kämpfen, hat richtig attackiert beim Laufen, war noch nie so gut drauf, die ersten 3 Kilometer von der Laufform. Im Halbmarathon, ist egal, auf jeden Fall hat er geärgert und kam wieder ran und ist da super krass aus. In 9 Wochen ist rot. Jetzt kommt es halt drauf an, dass wir die Trainings machen, auch das Volumen machen. Viele würden sagen, sie hat ja wahnsinnig. Das ist halt im Grunde Free Solo, was wir jetzt hier machen. Wir haben keine Fallstricke, entweder der Griff sitzt oder er sitzt nicht und dann fallen wir halt. Es ist halt echt auf Kante genäht und wir brauchen jetzt wirklich, also wir haben keine Redundanz. Also ich mache den ganzen Bums nicht, um Dritter zu werden. Ich will halt rot gewinnen, auch beim Debüt. Ich hab Bock. Sind alle müde. Auf geht's. Triathlon ist natürlich deswegen so faszinierend, weil es schwierig ist. Weil im Grunde sich widersprechende Ausdauersportarten, Langstreckenschwimmen, Radfahren und Langstreckenlaufen. Es ist so, dass Ruben an sich einen brutalen Motor hat, der aber sehr verschwenderisch umgeht. Der Ruben war Dieselruben, eigentlich Dampflokbin. Wurde dann halt so auf einmal zu einem Dragster-Car. Und jetzt versuchen wir halt daraus so ein 24-Stunden-Rennauto zu machen. Training ist eigentlich immer nur on top. Und wenn alles drunter nicht funktioniert, braucht man nicht trainieren. Beziehungsweise man ernährt sich so, wie gerade das Training ist. I'm really sick of rice and chicken. So I'm struggling. But force it down. Because it's gonna need it. Tomorrow is a big day and the day after probably the biggest of the 3. Natürlich bin ich derjenige, der trainiert, aber alle drumherum versuchen, dass ich bestimmte Fehler nicht mache. Jeder Fehler könnte mich am Ende das Rennen halt kosten. Und es ist auch nicht, es ist absolut keine leichte Phase, weil man dann weiß, jetzt ist in diesen Wochen gilt es und man ist halt so ein bisschen immer auf Anspannung.
Er musste schon serviert bekommen, das Training. Letztendlich macht er eh das Beste draus aus sich, weil er darauf Lust hat. Und er braucht einfach nur die Tools. Der Kurs ist doch schwerer, als ich gedacht habe. Ja, der ist richtig schwer. Alter, das sieht ja auf der Map richtig easy aus. Yes. Und der ist auch technisch. Oh, hier, also fast das selbe Video. Weiter drin. Also für einen Athleten und vor allem für Ruben ist extrem wichtig, die Strecke für den Wettkampf auf jeden Fall in- und auswendig zu lernen, weil er muss die Strecke fühlen. Ja, wird brutal, wenn es regnet, ey. Die ganzen Kreisverkehre. Du willst nichts dem Zufall überlassen, du willst nicht wissen, oh, da ist ein Schlagloch, bin ich jetzt durchgefahren und hab platt. Ein ganz dummes Beispiel, aber die sind halt schon passiert. Es gibt kaum einen Triathlet, ich glaube keinen in der Welt, der sich die Strecken so genau anschaut. Der Ruben guckt sich eine 160 Kilometer Radstrecke so an, als wenn es ein 20 Kilometer Zeitfahren wäre. Jeder denkt dann halt, der spinnt. Aber das liegt halt auch daran, dass er dann die Kurven eben einfach im Tunnel fährt. Der denkt dann gar nicht mehr, der fährt die einfach und der strengt sich null an. Er hat die Beine, Alter, ist das geil. Ich freue mich. Es wird jetzt das erste Mal sein, dass er überhaupt merkt, dass er im fünfköpfiges Training ist. Ja, auf jeden Fall. Man hat eben nur 3-4 Chancen im Jahr zu glänzen. Und wenn man da nicht genau ins Detail reinschaut, dann fühlt man sich nicht vorbereitet. Deswegen muss auch das Umfeld dann vor Ort so gut funktionieren, dass ich mir die Strecke 3, 4, 5 Mal angucken kann. Und dann sieht der Alex noch was oder der Michi und sagen, ah, guck, hast du ja die Kurve gesehen? Da ist die Kante so und so. Und bei dem einen Anstieg, weißt du nicht, mache ich jetzt Auflieger? Also wo der längere Part. Ja, ja. Ich weiß nicht, mache ich jetzt Auflieger oder oben? Weil du musst da 400 Watt fahren. Das hört sich eben blöd an, aber Alex und ich schwingeln wie so Antennen und wissen, was zu tun ist. Da gehört halt dieser Faktor Menschlichkeit eben dazu, um ihn auch zu lesen, auch in die Richtung zu leiten. Deshalb ist ein empathischer Trainer, Berater, Coach eben das, was Ruben für sich braucht, um eben den Erfolg zu feiern. Das ist dann auch vielleicht im Radsport ist ja auch vielleicht so ein bisschen mehr der Teamsport. Ne? Man arbeitet im Team für den Erfolg, für den Etappensieger dann oder für den Kapitän. Natürlich bin ich mir der Rolle bewusst, dass ich derjenige bin, an dem der Erfolg geknüpft ist. Aber es fühlt sich halt nicht so an. Ich gebe nur meine, jetzt in dem Viererteam, wenn wir es sind, gebe ich meine 25% vielleicht nur dazu. Aber das ist genauso das, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Es ist perfekt. Läuft. Jetzt kommt die Nervosität. Ist immer so lustig, du hast immer so eine Version davon. Also so irgendwie, du stellst dir das vor, ja, da ist Wettkampf. Und ich denke, hab immer noch diese Vision, ja, ist jetzt irgendwann Wettkampf, ne? Und dann jetzt eben beim Laufen dann, fuck, das ist ja, dann ist ja weniger als 12 Stunden, dann ist ja scheiße. Morgen jetzt ist es, Alter. Oh, nee. Hat alles gepasst, ist gut. Ich habe mal, wo ich Radprofi war, habe ich mal gesagt, das Wichtigste ist nicht zu stürzen. Oder irgendwie defekt zu haben. Ja, klar. Und dann kannst du eigentlich schon ein Rennen machen. Und das plane ich mir auch für morgen. Das ist gut. Das ist richtig gut. Halt unangenehme Stiche, würde ich behaupten. Also einmal 3 Minuten Berg, einmal 8 Minuten Berg. Halt zweimal. Und ja,
eine schöne Bergabpassage, so 6 Kilometer gefühlt geradeaus bergunter. Also wenn du da keinen guten Gang hast mit Übersetzung, trittst du dich kaputt. Und ja, Wasser war angenehm warm. Also 18 Grad. Manchmal auch 16. Guten Appetit. Der ist schon aus dem Wasser? Das kann doch nicht sein. Salvisberg ist mit 21, 41 aus dem Wasser. Der ist der Olympiastarter, ne? 1,09er Pace. Ruben Zipuntke, eine Minute hinten dran. 22, 42 mit Nils Frommhold. Das ist eine riesen Gruppe, Alex. Geil, Alter. Was eine Schwimmzeit von allen. Oh, jetzt kommt Tropfen runter. Jetzt regnet. Da ist er. 1,12. 1,12! Sauber, Ruben, hopp, hopp! Jawohl! Alter, richtig gut! Hammer! Der ist voll mitten drin im Rennen. Jawohl! Jetzt muss er nur noch drücken, die Kiste. Jetzt kannst du Nerven bewahren. Salvisberg fährt jetzt durch. 10 Kilometer gerade durchgefahren, 44er Schnitt. Das ist halt mega schnell gerade. Rudi van Berg, 16 Sekunden schon dran. Rudi van Berg ist schon dran. Da muss Ruben jetzt jeden Moment kommen. Der ist immer noch nicht da. Der ist ja nicht. Da ist vielleicht langsam unruhig, Alex. Also, da passt was nicht. Das war im Kopfkino, da habe ich gar keinen Bock drauf. Der passt was nicht. Oder die Schaltung geht nicht. Der ist raus. Warum soll die Schaltung nicht gehen? Wegen Schalt. Mach's. Geht's da drin. Da kommt er zurückgerollt. Das ist er. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Wir sind da. Alles gut. Komm, Ruben. Was war? Ich kann nicht schalten. Ja. Überhaupt nicht. Ich stand nicht da am Berg, hab das Ding da auseinandergefrickelt und irgendwie noch nicht bekommen. Es schaltet nur runter. Dann habe ich die Arme mal anders gesteckt vorne in der Box. Ich glaube, da ist Wasser reingekommen durch den. Das habe ich auch geahnt. Ah, fuck it, ey. Bicycle Cover. Ja. Hier dann. Damit das nicht mehr passiert.
Es ist schon ein bisschen unfair, sage ich mal. Es ist ja nicht wie in der Fußball-Bundesliga mit 30 Spieltagen, sondern man hat nur ein paar Shots. Und vor allem jetzt in dieser Situation hier 2021 hat man auch nicht übermäßig viele. Ich bin jetzt schon 2 Jahre im Triathlon, aber ich habe noch nichts gezeigt. So fühlt sich das für mich an. Klar, ich bin schon auf dem Podium gewesen und man spricht, ja, Ruben ist ein Talent, bla bla bla. Aber im Endeffekt zählt halt nur der Sieg. Für mich, vielleicht nicht fürs Team. Für mich zählt ja auch die Reise, das ist klar, aber ich will halt irgendwann, ich will auch mal was hinlegen auf den Tisch. Also eine Karte einfach mal hinlegen, so hier, das ist mein Erfolg. Und ja, das kann ich bis jetzt noch nicht. Es ist halt wie beim Freiklettern, klar, es gibt die Fallhöhe und die ist tödlich. Aber was will ich machen? Ich muss jetzt vorwärts klettern. Wenn es dann nicht klappt, ist das so, wie es in Rapperswil zu sehen war. Da habe ich einen Fehler gemacht und das scheiß Fahrrad hat nicht funktioniert. Also, fuck. Und dann war Ruben halt auch echt im Arsch. Und ich habe es vielleicht, wir haben es halt verbockt, aber es ist halt passiert. So. Und so ist es halt auch mit den Sponsoren. Die denken halt auch, okay, wir haben einen Deal. Wenn der irgendwie erfüllt wird, okay. Und wenn dann irgendwann die Resultate ausbleiben, hat es halt nicht geklappt, dann ist die Ernte ausgeblieben. Aber jeder Bauer, jeder freie Wirtschaftler weiß, wovon ich spreche. Es ist normal. Es ist halt kein Beamtenverhältnis. Also ich glaube, jeder Profi-Triathlet, der meint, er muss eine Sicherheit haben, der sollte Sportlehrer werden. Mit Specialized und oder Pure und Ryzen und Hoka, das sind alles. Und wäre es einfach absolut nicht möglich, eine Sportkarriere führen zu können. Hast du es gut hergefunden? Ja. Dann irgendeine Idee hat man ja im Kopf, ne, von Hawaii gewinnen oder einfach nur Weltklasse zu sein. Und dafür braucht man halt Sponsoren. Man möchte natürlich den schnellsten Schuh laufen, man möchte den schnellsten Neopren haben, man möchte das schnellste Rad haben. Jetzt für Rot haben wir auch viel überlegt, was wir machen können. Ich werde mit dem Verge starten. Das Ding ist super schnell, das kann ich sagen. Und ich finde das schon spannend, was es mittlerweile für Produkte gibt. Ja. Ich will auf einer Passform ist der deutlich besser. Wenn es jetzt mit Rot funktioniert, wenn es ein gutes Ergebnis ist, dann schaltet sich auch wieder Specialized ein. Also das sind alles so Sachen, die auch dann natürlich an einem Event gebunden sind. Bei Ryzen weiß ich eigentlich, dass die generell nur einfach Bock auf die Geschichte haben und dass es sich wie eine Familie anfühlt und wie die gehören genauso zum Team dazu. Was geht denn jetzt ab? Zaubert. Ja gut, du hast dein cool. Kram, ne? Ja, hab ich. Vielen Dank. Ne? Ich für meinen Teil kann halt auch sagen, ich bin halt so jemand, der gar nicht unbedingt profitabel denkt bei sowas. Also für mich ist es einfach so, ich will, dass sich Talente entfalten können. Vielleicht liegt es auch an meinem Lehrerberuf, aber es ist einfach für mich wahnsinnig wichtig, dass ich sehe, dass ein Mensch halt sich frei entfalten kann, auf seine Kosten kommt, seine Fähigkeiten entdeckt und dann daran halt gemessen werden kann für Erfolg oder nicht Erfolg. Wir trainieren häufig zusammen. Jetzt, gerade wenn er in Form kommt, geht es leider immer weniger. Es ist halt dann aber schwer, mit 50 da auf dem Zeitfahrrad in 200 Kilometer zu fahren. Das ist für einen normalen Age Grouper in meinem Alter einfach, da wäre man ja Wahnsinn, wenn man das mitfahren könnte. Wir hatten keine roten Wochen, keine Ampelwochen. Wir haben immer am Limit gearbeitet. Jetzt sitzen wir da, Alter, letzte Session. Vielleicht muss man da den Menschen Ruben auch besser verstehen. Ruben lebt von einer extrem intrinsischen Motivation. Also so, ich sag mal, so extrinsische Sachen wie Materialismus etc. Das interessiert ihn nicht so. Und wenn einmal die Idee geboren ist in dem Athlet Ruben, ist er Feuer und Flamme dafür. Und der wird alles in Bewegung setzen und Berge dafür versetzen, um in Rot eben auf vorne dabei zu sein. Geil, letzte Key-Session, ey. Hammer. Check. Danke. Julius. Ja.
herzlich willkommen zur offiziellen Pressekonferenz. Wir freuen uns sehr, Sie begrüßen zu dürfen im Home of a Triathlon. Wenn man dich so verfolgt hat in den letzten Wochen, das war alles ausgerichtet auf dieses Rennen. Und ich habe sogar noch diesen Satz im Ohr, I only see the victory. Wie geht's dir jetzt, 3 Tage vor dem Rennen, mit Blick hier auf deine Konkurrenz und mit Blick natürlich auf Sonntag? Ja, natürlich träumt man als Sportler immer vom Sieg. Natürlich denkt man anders, wenn man jetzt hier die ganzen Kollegen neben einem sitzen hat. Und ja, ich freue mich einfach erstmal hier mein Langdistanzdebüt als Profi hier in Rot machen zu dürfen. Ja, wenn es natürlich für den Sieg reicht, dann bin ich sehr glücklich. Aber ich werde mein Rennen machen und dann muss ich halt schauen, was übrig bleibt. Zeitfahrhelm, dann hast du den Birch an. Ja. Auch super wichtig. Eine Scheibe. Scheibe, neue Reifen, neues Aero-Cockpit, wo du richtig schön klein machen kannst. Und diesen Motor im Körper, Alter. Morten in der Fresse. Ich weiß nicht, was da schief gehen soll, Alter. Wir haben das trainiert, du kannst die Pace ballern. Machen wir gar keinen Kopf. Ah ja, ich hab so Bock auf den Winter. Auf die Vorbereitung für nächstes Jahr. Jetzt schon? Ja, aber ich sehe, was wir alles machen können. Ja, aber erst nur Bock auf Brot, Alter. Es ist nur noch abliefern, ey. Also ich hab richtig Bock. Klar, man muss auf die anderen schauen, aber... Ey. Kampf gegen dich selber, Kampf gegen deinen Schatten. Und wenn du das abrufen kannst, was wir meinen, bist du auf jeden Fall weiter. Ich hab leider nicht so Bauchmuskeln wie Jan vorhin. Ich kann nur den machen. Heute gibt's was aus der LZ-Coaching-Küche. Schön Rosmarinkartoffeln. Du denkst, oh, ich habe so viel trainiert, jetzt mache ich gar keinen Sport. Ja. Ich hänge nur auf dem Fahrrad rum. Ich habe überhaupt nicht mich angestrengt beim Schwimmen. Jetzt fresse ich so viel und ich brauche es gar nicht. Ich werde noch fett heute. So ein Gefühl brauchst du. Weil ja, alles. Ja, 280 Watt fahren. Ja, es geht nur um den scheiß Marathon. Fühl dich nicht überlegen. Immer unterlegen fühlen. Den Gegner immer maximal einschätzen. Ja. Denk an den Frodeno, wie der rennt, wenn der 7 Minuten in Führung ist. Der rennt, als wenn ihm der Teufel im Nacken hängt. Der hat, egal was die Abstände sagen, du bist nie sicher. Denk an die weichste Erfahrung. Das ist der wahre Liebe hier. Schau es dir an. Ich stelle mir einfach vor, als wenn so eine Horde Alex hinter mir her läuft. Mit so einem Knüppel. Wenn du jetzt nicht schnell läufst, Leo, du brennst ein. Es gibt keinen besseren wie dich, der das in der Situation entscheiden kann. Ich bin völlig überzeugt, ja, dass du die richtige Entscheidung machst. Hab immer im Hinterkopf, wenn du eine Attacke fährst, vergiss dich nicht. Rot ist das Ziel 2021, aber auch nur ein Zwischenziel auf dem Weg. Und diese Kombination zwischen Spaß, strukturiertes Training und das positive Umfeld formt eben auch den Athletenruhm, den Menschenruhm. Und für ihn wird es auf jeden Fall die nächsten Jahre eine richtig tolle Reise werden. Und
Wir versuchen, so viel Input wie möglich reinzugeben, dass wir das auch als Trio, wie wir angefangen haben, erleben dürfen. Selbst wenn der Ruhm dann sagen würde, irgendwann, ich höre auf mit Profi-Triathlon oder ich suche mir einen anderen Trainer, ein anderes Team, wüsste ich, dass das keine, eigentlich dürfte es keine Ruptur sein. Man müsste dann nachsorgen, damit das halt einen fließenden Übergang kriegt. Also es würde, würde der Ruben jetzt aufhören mit Profi-Triathlon zum Beispiel, würde ich als Freund einfach weiter Freund sein. Es ist wirklich so, durch diese Umstellung, durch dieses letzte halbe Jahr, habe ich so einen Drive bekommen, auch durch dieses Team, dass ich es für immer machen möchte. Also ich fühle mich so wohl, ich fühle mich so unterstützt und kann mich so entfalten auch im Sport, dass ich das wirklich für immer machen möchte. Michi, schick dir was, ja? Ich schick dir was, ja? Immer dran denken, außen kühlt es 10-15% besser als im Magen. Da sind wir wieder. Scheiße. Wahnsinn. Heute sind Top-Bedingungen. Denk dran, der Wind, ne? Der Gewinn von dem Ost. Ja. Das spielt ja genau in deine Karten. Dreams cannot be cancelled. Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum DATEV Challenge Road 2021. Einen wunderschönen guten Morgen aus der Triathlon-Hauptstadt Rot. Es ist eigentlich alles bekannt. Erst 3,8 Kilometer schwimmen, heute 170 Kilometer Radfahren und zu guter Letzt einen Marathon laufen. Aber es ist wie immer eine Reise ins Ungewisse. Lange macht einen sehr, sehr guten Eindruck auf mich. Nils Frommold ist dabei, Peter Hemmerig ist dabei, Nick Kastelein, alle sind sie dabei und ein ganz interessanter Mann. Das ist die bronzene Badekappe, das ist gut Zitronenbier. Jetzt wird's spannend, die Männerspitze kommt aus dem Wasser. Bis jetzt ist alles bestens beim starken Radfahrer zu Bunke. Er hat nur 11 Sekunden Rückstand auf Patrick Lange. Dark Horse heißt es auf Englisch. Der Außenseiter, bei dem man nicht so richtig weiß, was es für einer ist. Ich rufe auf jeden Fall Plan B. Ich werde dir aber noch Bescheid geben. Das dauert ja noch circa eine halbe Stunde, bis er da ist. Ja, wenn er jetzt bei dir einen Abstand hat, ja? Ja. Dann rufst du ihm halt einen Abstand rein und dann weiß er halt, dass er die Nummern halt drücken muss. Der weiß, Plan B ist Greding Nummer 2. Weil die haben jetzt leicht Rückenwind. Alles gut. Ich schaue mir den Livestream an, es sieht gut aus. Er ist auf dem Fahrrad, alles funktioniert, er trinkt gut. Er sieht gut aus. Fertig. Ich bin mir sehr sicher, dass wir auf der positiven Seite sind heute.
Gruppe das erste Mal am Anstieg gegen Greding. Noch macht keine Anstalten, hier eine Attacke zu fahren. Patrick Lange freut sich, auf diesem welligen Kurs aus dem Sattel steigen zu können. Hoppala, da fliegt oben Sepunke, quasi an dem vorbei. Der hat heute richtig was vor. Der will dem Rennen seinen Stempel aufdrücken. Und boah, kann das vielleicht sogar schon zu viel sein, dass der in seiner Ungeduld auf den ersten Kilometern zu viel macht? Beobachten, ob oben Sekunde noch einen hinten aufliegt. Wer ist die Attacke schon gefahren? Das ist Plan A. Ja. Plan A. Attacke geredet, Kreuzblech, Abfahrt mit Risiko nehmen und dann weiterknallen und dann einfach die Zahlen halten, die wir ausgemacht haben. Und der leicht Rückenwind. Er fliegt, er fliegt. Sepunke tritt weiter rein wie die Feuerwehr. Auf der anderen Seite ist es für Patrick Lange, der attackiert wurde, eine gute Ausgangsposition. Er hat jetzt eine Zugmaschine vor sich. Strategie aufgeht. Und da sehen wir jetzt schon Sepunke in der Wechselzone 2. Um das nochmal zu verdeutlichen, ein Rennen wie Rot anzuführen ist wie ein Matchball im Wimbledon. Und in der Situation ist die Kürze. Das heißt, dieser 28-Jährige aus Düsseldorf ist ein Versprechen für die Zukunft. Er ist erst seit 2018 Triathlon-Profi und liefert hier eine ordentliche Show. Lauf dein Rennen! Lauf dein Rennen! Ronald Lange, 3 Minuten, 3, 5, Team ist raus! Lauf dein Rennen, Ruben! Sehr gut! Patrick Lange und Nils Kommold machen sich auf die Verfolgung von Sepunke, der jetzt körperlich und mental in guter Verfassung sein muss. Nach 2 Kilometern hat Patrick Lange den Vorsprung von Sepunke bereits halbiert. Er liegt nur noch 1:46 hinter dem Führer. Ja, Respekt, Alter. Jetzt sehen wir hier, wie der Vorsprung von Sepunke in der Sonne von Rot schmilzt. 4 Stunden das Rennen angeführt, ey. Ein väterlicher Klaps, den Rot Sepunke abbekommt. Ich wünsche mir so sehr, dass er sich beruhigt jetzt. Der kann er nicht mitgehen. Wir haben ihm das jeden Tag gesagt. Ein ehrenvolles Vorbeiziehen von Patrick Lange. Bitte, bitte die Info genau, weil wir stehen an der. Ja. Okay. Ja. Ja. Von heute mache ich nicht mehr. Ich hab. Muss nur irgendwie sich auf die Beine halten, dann ist er wieder zweimal. Also, ich sage Ihnen, da kriegst du eine zweite Lunge, wenn die Kühlung ansteht. Ich gebe ihm Wasser, ich gebe ihm was zu essen. Trinkt er genug? Ja, ich glaube, der kriegt gerade nichts mehr rein, weil er halt überhitzt ist. Dann zieht der Magen so. Okay. Das heißt, für Hubsepunkte kann es nur noch ein Ziel geben. Er muss das Tempo halten, konstant durchlaufen und das Podium sichern.
Michi. Der Ruhm ist immer noch nicht da und ich habe. Ja, der ist raus. Der ist raus. Wo ja, weißt du? Ja, du hast nochmal angelaufen, der ist über die Matte, aber der kommt aber nicht mehr vom Fleck jetzt. Er hat Magen, habe ich gesehen. Pushing Limits hat der Magen zugemacht. Magenkrämpfe. Ja, das ist scheiße. Ich weiß jetzt auch nicht, der müsste jeden Moment kommen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie gesagt, finishen, wenn die Gesundheit nicht gefährdet ist. Ja. Aber das war Ruhm, das mit der Nutrition jetzt nicht funktioniert hat, das ist halt bitter, aber so ist es. Ja, na dann ist es so. Scheiße, Alter. Der schwerste Part von heute, Alter. Hast du Magen rum? Brauchst du Wasser? Gehe? Brauchst du Kühlung? Salzwasser? Du kannst alles nehmen und wegschmeißen. Sehr gut, Ruben. Du machst es. Komm für die Erfahrung, Ruben. Das war richtig stark. Ist richtig stark. Absolut geil. Versuch die nochmal zu sammeln. Zu Krämpfe. Sobald du trinkst, musst du mal aufs Klo oder so? Nee, gar nicht. Das ist ein mega Krampf. Kannst du auch Kuhbeck kippen bei dir, wenn du willst. Kühl dich nochmal. Bring's zu Ende. Drehst du hoch. Sehr gut, Kuhbeck. Ja, scheiße. Auf jeden Fall hat er ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Sehr extreme Magenkrämpfe. Und er will es auf jeden Fall zu Ende bringen, wegen Iron Man. Also der sieht auch nicht aus, als würde er sterben oder so. Also weißt du, der ist nicht mental gebrochen, der ist auch nicht physisch gebrochen, der hat einfach nur wahnsinnige Bauchschmerzen. Sobald er was trinkt und so. Das heißt, Train Your Gut hat noch nicht richtig funktioniert. Na, der weiß, dass das Rennen vorbei ist. Der joggt das Ding jetzt nach Hause. Der macht sich keinen Verrückten, ne? Okay. Der will finishen. Er hat halt wahnsinnige Bauchschmerzen. Jetzt muss es noch einmal laufen, denn die Jungs haben richtig gekillt. Ruben Sebunti, der hat ja dem Rennen den Stempel aufgedrückt. Auf die Platte, hat alles probiert. Er musste dafür. Man lauft und sagt aber, wer nicht wartet, wer nicht gewinnt, Ruben, das ist ein Applaus! Oh Mann, das war der Anfang. Richtig geil. Das ist der Anfang. Das ist die erste Langdistanz. Schwer. Du hast nie aufgegeben, Mann, und den Spirit eingesaugt. Ich bin so stolz auf dich, Ruben. Wir haben so dieses kostbare Blut. So. Ich habe vor allem letztes Jahr gemerkt, dass der Triathlon meine Passion ist, mein Herzenssport, für den ich alles tun werde. Das ist quasi mein Schicksal, der Triathlon. Und natürlich war Ruth jetzt ein ziemlicher Dämpfer. Mein Körper war definitiv noch nicht in der Lage. Das hat man im Marathon gesehen. Dafür war der Kopf zu stark. Das hat mir vor allem gezeigt, dass ich daran arbeiten muss, auf meinen Körper zu hören. Denn ich weiß, dass ich im Labor mit die besten Werte habe, die es im Triathlon gibt. Mit den Erfahrungen, mit diesem Team an der Seite und mit den Werten, wenn wir das alles im Rennen zeigen können, dann bin ich fähig, jedes Rennen zu gewinnen.
got no fears. Only got my blood, my sweat, and my tears.